Ja, wir haben 1-0 gewonnen. Ich denke, wir haben heute eine sehr gute geschlossene Mannschaftsleistung an den Tag gelegt. Haben alles wegverteidigt, dann auch in der zweiten Halbzeit, hatten in der zweiten Halbzeit, ich glaube, 10, 15 Minuten eine Phase, wo wir hätten vielleicht 1, 2 Tore mehr schießen können. Ja, wir haben das in der Pause angesprochen, dass die Details heute sehr entscheidend werden sein. Und ich glaube, das haben wir gut umgesetzt heute. War ein Spiel sehr, sehr schwer, aber wir haben gewonnen. Wir sind glücklich und 3 Punkte, wir sind Erste in die Klassement, in der Bundesliga. Nee, also auf dem Platz erlebt man das natürlich nicht so, weil da waren schon einige Druckphasen von Leipzig dabei, ohne die ganz großen Torschancen. Aber sie hatten einen zweiten Durchgang nach unserer 1-0, hatten sie natürlich, ja, ist mehrere Ballbesitz, aber ich denke, wie gesagt, wir standen stabil, wir haben wenig zugelassen und das war sehr wichtig heute. Ist gut, ich glaube, man muss zu einer Spitzenmannschaft reifen. Das haben wir in den letzten Jahren, glaube ich, auch gemacht. Wir haben stetig an unseren Schwächen gearbeitet, aber wir wissen auch als Mannschaft, wir müssen jedes Wochenende solche Leistungen abrufen. Sonst, wenn wir nur 90% oder 95% geben, dann reicht schon nicht mehr. Und das ist momentan ein bisschen das Konzept, was wir fahren, dass wir wirklich unser Slogan leben. Und das machen wir und haben wir heute eindrucksvoll bewiesen. Wir haben überragend. Die Defensivleistung war sehr stark. Auch die Jungs, die reingekommen sind, Joss oder Lukas oder Omar, war einfach sehr, sehr gut und echt eine super Leistung. Ich gönne Ihnen das von Herzen, weil Russ ist ein sehr emotionaler Mensch, auch wenn man es ihm nicht unbedingt ansieht. Und er braucht solche Erfolgserlebnisse und für ihn ist das wunderschön. Und ja, heute hat es gepasst, dass Russ heute getroffen hat und deswegen ein sehr gelungener Abend. In der Kabine, er hat gesagt, heute ich werde ein Tor gemacht. Und er hat es gemacht. Ja, wir haben direkt nach dem Spiel erfahren, dass das etwas passiert ist in der Kurve die Gesundheit von einem Fan. Und deswegen aus Respekt wollten wir jetzt keine allzu große Feier machen und hoffen dementsprechend, dass es ihm schnell wieder gut geht.